Hallo Löwe, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie deine Energie für die nächsten Tage für dich ist. Ja, schauen wir mal. Löwe, wir haben unter dem Deck ein Puppe der Schwerter. Irgendwie spricht das für Kommunikation. Diese Puppe der Schwerter. Irgendwie erfährst du etwas. Diese Karte hat mit einer Situation, die aufs Licht kommt. Etwas, die du erfährst. Durch eine Kommunikation über Internet vielleicht. Hier ist eine, du siehst ein Puppe der Schwerter, ja, ist eine jüngere Energie, ja. Deutet auch auf, ein bisschen auf Spionieren, also eine Person spionieren. Löwe, irgendwie so eine Situation, über Internet eine Person spionieren, beobachten. So eine Sache ist hier zu sehen. Zweite Kelche, sechste Münzen und sehr positive Karten, ja. Also viele Münzen, viel Reichhaltigkeit zu sehen. Vierte Stäbe. Also man sieht hier schon eine ermächtigte Energie. Das spricht für einen Chef oder eine Energie, die für eine ermächtigte Person ist hier zu sehen, ja. Und gute Verträge, gute Zusammenarbeit. Also hier ist schon eine positive Situation. Schauen wir mal, Löwe, was wir hier haben, ja? Irgendwie haben wir hier der Magier, fünfte Schwerter und das Gericht. Irgendwie, Löwe, du wirst vielleicht wissen, wie deine Situation ist, aber wir haben hier mit Kommunikation, ja? Wir haben hier mit einer interessante Kommunikation, für dich wird das sehr wichtig sein, diese Kommunikation, die schon mit einer Person zu tun hat, die auch sehr wichtig für dich ist, natürlich, der Magier. Wenn ich dir ehrlich bin, für manche von euch sehe ich sehr stark eine Situation, die mit Arbeit verbunden ist. Ja, der Magier hat auch viel mit neuen Projekten zu tun, mit Arbeit zu tun. Ja, es gibt hier eine Kommunikation. Löwe, die mit neuen Projekten zu tun hatte. Für manche, weißt du, warum ist das jetzt so sehr? Wegen dieser ganzen Münzen, was wir hier hatten. Ja, also ich hatte ja der Herrscher, achte Münzen. Zweite Kirche, also ich rede über neue Verträge, ja. Ich rede über neue Verträge mit einer Person, mit einer jüngeren Person, es wird sich ergeben tatsächlich und es sieht positiv aus. Das sehe ich hier. Ich sehe eine positive Sache hier. Wenn das jetzt über Verträge, über Arbeit geht, also ich sehe, es ist positiv. Ich kann es ja nicht anders sagen. Und dann habe ich noch der Magier. Ich sehe hier neue Projekte, eine neue Situation. Diese Kommunikation sieht man hier. Dass ich natürlich hier eine andere Situation auch sehe. Ja, natürlich. Sage ich dir gleich. Ich sehe natürlich auch eine wichtige Kommunikation für dich. Auf jeden Fall, Löwe, eine sehr wichtige Kommunikation. In manchen Fällen hat es mit einer juristischen Sache zu tun, könnte möglich sein, was in Bezug Arbeit zu tun hat, ja, die man schon jetzt gewartet hat, diese Kommunikation. Auf jeden Fall, Löwe, die nächsten Tage spricht hier sehr stark für Kommunikation. Aber ich sage es dir, sehr
stark. Dass du über Arbeit irgendwie einen Anruf erwartest oder ein Ergebnis erwartest, das kommt. Und es ist positiv, es zeigt sich positiv. Dass du vielleicht über eine Person, eine wichtige Person, die du manifestiert hast, Kommunikation erwartest, das kommt auch. Also Kommunikation ist hier zu sehen. Warte mal kurz, bitte. Ich meine, ich habe die Karte das Gericht. Qué fuerte, Löwe, zeig's dir gleich. Wahnsinn. Wahnsinn. Löwe. Drei der Stäbe. Tatsächlich, du weißt schon, was du möchtest. Du kennst deine Pläne. Du fokussierst dich in der Zukunft. Du hast in eine gewisse Sicherheit gewonnen. Du kümmerst dich um deine Arbeit, für dich ist wichtig deine Arbeit, deine Situation, deine Sachen. Aber schau mal hier, was für Karten ich bekommen habe, ist ja nicht normal. Also der Magier ist ja mit 5 der Kelche und 9 der Kelche. Ja, so eine wichtige Person tatsächlich für dich. Wir haben hier eine Situation, was mit Vergangenheit spricht, Löwe. Hier rede ich über eine Vergangenheit und eine Person leidet hier. Eine Person denkt sehr stark an eine wichtige Situation von der Vergangenheit. Löwe, zumindest das spricht für Vergangenheit, ja? So war das nämlich, ja? Eine wichtige Person, und hier sieht man das, aber schau mal. 5. Schwerter, 9. Stäbe, Königin der Stäbe. Hier habe ich eine Königin der Stäbe, Löwe. Kann natürlich für dich reden, oder sonst auch ein Feuerelement wie du. Auf jeden Fall haben wir eine Königin der Stäbe, die unabhängig von diesen Sternzeichen, die Löwe, Schütze oder wie das sein kann, spricht für eine Person, die eine hübsche Person, es gibt viel Leidenschaft hier für diese Person. Ja, Löwe, in dem Fall ist eine Königin, ja. Es könnte natürlich ein König auch sein, aber manchmal ist es so, dass wir müssen tatsächlich schauen, was diese Königin der Stäbe für mich bedeutet, ja. Also diese Person ist hier zu sehen. Wie gesagt, die für dich auch reden könnte, diese Misstrauigkeit da ist. Es gibt hier ein Gefühl von Misstrauigkeit, von Eifersucht, von Enttäuschung mit einer Person, Löwe. Ja? Wenn ich dir ehrlich bin, ich würde sogar denken, es könnte sogar ein bisschen Manipulation hier spüren. Ja? Also es muss nicht jetzt für dich in Resonanz kommen, aber ich könnte für mich sogar so ein bisschen Manipulation sehen hier. Aber schau mal jetzt, Löwe, für die Karte das Gericht gibt's nicht, ehrlich. Kam nämlich die Karte das Gericht nochmals. Zweimal die gleiche Karte in die gleiche Stelle. Und Ass der Schwerter. Mein Gott, Löwe. Also, Löwe, wie kann ich dir das am besten sagen? Also, wir haben hier 100%ig Sicherheit, dass du in den nächsten Tagen mit Kommunikation zu tun haben wirst. Denn alle Karten deuten auf Kommunikation. Alle Karten deuten auf Klarheit. Alle Karten deuten tatsächlich auf einen neuen Anfang. Weil die Karte das Gericht, man kommt tatsächlich von einer Komfortzone raus. Man bekommt eine neue Chance im Leben, eine Situation anders zu machen. Ich habe beide Karten, das Gericht. Natürlich habe ich hier in manchen Fällen tatsächlich für eine juristische Situation zu tun. Eine Kommunikation, die vom Gericht tatsächlich kommt, in manchen Fällen. Natürlich.
Es zeigt sich positiv für dich. Wir reden über Erfolg. Löwe, ich weiß gar nicht, was das tatsächlich für dich bedeutet. Ob das wirklich eine Kommunikation vom Gericht für dich kommt. Wenn das so ist, wie gesagt, es deutet auf Erfolg. Es kommt positiv für dich raus. Wenn das keine juristische Kommunikation ist, du bekommst Kommunikation. Und von einer Person, die du kennst, die hat mit deiner Vergangenheit zu tun. Und irgendwie gibt es hier Klarheit. In manchen Fällen muss ich dir schon sagen, Löwe, es gibt hier, eine Person stellt sich auf eine Defensive in diese Situation. Und ich denke, in manchen Fällen, Löwe, in manchen Fällen, eine Person macht einen Schnitt, einen Schluss in einer Situation. Ja, es gibt Klarheit. Du weißt ganz genau, was du möchtest. Du weißt ganz genau, was du willst. Und du weißt natürlich ganz genau, was du nicht mehr willst. Ja. Also Löwe, wir haben sehr stark hier mit Karma zu tun. Wir haben hier sehr stark mit deinem Schicksal zu tun. Schau mal. Also von Osho Zen habe ich, bevor ich deine Legung angefangen habe, damit ich nicht so viele Karten mischen muss, habe ich die Karte der Wandel rausgeholt. Es kommen Veränderungen in deinem Leben, tatsächlich. Ja? Es kommen Veränderungen, die mit deinem Schicksal zu tun haben. Wir reden hier über den Schicksal. Es kam nämlich die Karte der Wandel, die Karte der Teilnahme. Ja, Teilnahme, die Karte der Wandel. Es ist langsam, die Situation mag vielleicht langsam zu sein erstmal, aber dass diese Veränderungen für dich kommen, kommen sicher. Da kannst du dich drauf verlassen, Löwe. Also, denn diese Situation hier ist tatsächlich nicht normal, oder? Die sind zwei große Arkana. Hier haben wir mit Engeln zu tun. Wir reden über eine Situation, die einen Schluss hat. Wir reden hier über einen Karma, die bereits jetzt einen Schluss hat. Ja? Löwe, wir reden hier über ein neues Aufwachen. Neues Aufwachen. Es war kompliziert, Löwe. Deine Vergangenheit war kompliziert. Es war ziemlich kompliziert. Ja, möglicherweise hast du dich auch wie tot gefühlt, ja. Du siehst hier in dieser Karte, in dieser Illustration, sind Menschen, die von seinen Gräbern rauskommen. Diese Handlung, ja, von seinen Gräbern rauszukommen, ist nicht einfach. Wir reden über viele Schmerzen, die man erstmal erleiden musste. Aber es ist auch so, Löwe, dass das hier mit mit einer karmatischen Situation in deinem Leben zu tun hat. Ja, das musst du schon auch wissen. Es ist so. Aber ja, du bekommst eine zweite Chance im Leben, alles anders zu machen. Es gibt hier ein Gefühl von einer Kommunikation, die dir auch Klarheit gibt. Und du erfährst, weißt du, was ich auch hier spüre? Es gibt nichts. Es ist total wirklich Wahnsinn. Du wirst eine Wahrheit erfahren. Also Löwe, du kommst auf eine Wahrheit. Eine Wahrheit kommst aufs Licht. Du wirst eine Situation erfahren, die sehr wahrscheinlich, wo du staunen wirst. Du wirst staunen. Du wirst irgendwie staunen, ja? Diese Situation, die du erfahren wirst, wird dich zwingen, eine Entscheidung zu treffen, die in manchen Fällen mit einem Schluss zu tun hat.
Also Löwe, das ist, was ich hier sehr stark spüre, ja. Ich spüre eine Situation hier sehr stark von erfahren, ja. Du erfährst etwas, du erfährst eine Situation, die natürlich mit einer Person auch oder Arbeit, wie auch immer, aber mit einer wichtigen Situation zu tun hat für dich. Ja, Löwe, und ich wiederhole, wir reden hier über Karma, tatsächlich über eine karmatische Situation, das muss ich dir schon sagen. Ich rede hier über Eifersucht, über Manipulation, über Neid sogar, Enttäuschungen, auf jeden Fall Enttäuschungen, ja. Es gibt eine gewisse Enttäuschung hier von einer Person, die für dich wie der Magier war. Also für dich war diese Person irgendwie alles. Ja, deine Wünsche waren in Erfüllung, es war alles für dich da. Aber du kommst auf eine Wahrheit. Ja? Du kommst auf eine Wahrheit. Es kommen Veränderungen hier, Löwe. Und ich sage dir, das spricht für einen Schluss. Das spricht für einen Schluss. Jemand ist hier sehr stark enttäuscht über eine Situation. Eine Person ist hier enttäuscht über eine Situation, eine Person, egal worüber wir jetzt hier reden, aber das spürt man hier schon. Ja. Löwe, es kommt Information, ja, also Information kommt. Wow, deine Karte, ne? Also ich staune einfach. Es kommen Veränderungen, Löwe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke für deine Likes und deine Abos und wir sehen uns am Freitag, ja? Tschüss, Löwe.